Moin zusammen. Der Grigul ist mal wieder hier. Und zwar der Grigul, ihr seht es. Nicht der Trailer oder all. Wir gehen mal wieder heute zu The Fischer Online. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich eine Aufnahme mit Trailer oder all machen. Das Problem ist nur, die Aufnahme ist verhunzt. Ich habe viel zu leise dort gesprochen. Das Motorboot, was ich teilweise benutzt habe, war dementsprechend viel zu laut. Man hat also mich gar nicht mehr verstanden. Außerdem war das sowieso ein Gewurschtel hoch 5 und deswegen habe ich das Ganze jetzt gerade eben komplett gelöscht. Und wir machen das Ganze heute mit Grigul. Wir gehen nämlich heute mal in den Iran an das Kaspische Meer. Natürlich starten wir erstmal am Wasserdamm. Da war, wo wir die ganzen letzten 2 Wochen die Event-Tokens gemacht haben, habe ich nicht aufgenommen. Wäre nicht so toll gewesen. Teilweise habe ich nur einen einzigen Fisch angeln müssen und habe den dann sofort mit der ersten Route rausgezogen und bin dann zum nächsten Gewässer weitergewandert. Deswegen seid mir nicht böse, dass ich das nicht aufgenommen habe. Die Event-Token waren aber doch relativ erfolgreich. Ich habe noch 2 Event-Token übrig, das ist nicht so schlimm. Aber ich habe mir halt 19 Reisetickets für Norwegen besorgt. Guck mal, ich habe noch ein Geschenk. Ups. Ein Kaviarbündel. Okay. Na, ich habe eine Reiseticket nach Finnland. Ich weiß noch nicht, wem ich das jetzt aufs Auge drücke, weil Finnland fahre ich so bis generell schon hin. Da vom Level her kann ich da so hin. Da brauche ich kein Reiseticket. Das ist also Verschwendung. Das werde ich wahrscheinlich irgendeinem Anfänger, der irgendwo am Startsee ist, irgendwie mal einfach ins Auge drücken und sagen, hier hast du. Viel Spaß damit. Wir hingegen fahren jetzt nach hier, Iran, Kaspisches Meer. Kostet mal eben 340 Silber. Ne? Ist also nicht so ganz so günstig, aber es geht auch noch teurer, wenn man nach Norwegen fährt. Da kann schon mal ein Tausender mit drin sein. So, dann wollen wir doch mal schauen, was heute am Kaspischen Meer denn so schönes zu angeln ist. Was haben wir denn als Aufgabe? Wir haben eine Grundel hier. Okay, dann nehmen wir die mal an. Europäischer Wels. Nee, auf die europäischen Wels habe ich keinen Bock drauf. Meeresche, nehmen wir mal das Clubangebot. Mairenke ist zwar besser, aber weiß nicht so recht, wo die zu finden sind. Großkopfmeeresche, da weiß ich aber, wo die zu finden sind. Jetzt gibt es da auch noch 9, nehmen wir die Felsenbarsch. Na komm, das ist mir wurscht. So. Fangen wir gleich mal an mit der Großkopfmeeresche und auch mit der Grundel. Die sind nämlich beide hier am Spawn zu finden. Ihr seht es, da hat schon The Viking eine Grundel gefangen. Ja, wir müssen 810 Gramm davon fangen. Große Fische sind es nicht. Deswegen, Respekt Schelle hat auch schon welche gefangen. Das sind also hier schon vollkommen richtig. Das machen wir aber alles mit der Picker. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was denn die Grundel so, wofür die denn so fängig ist. Weiß jetzt nicht, ob ich ein Vorfach brauche. Ich nehme es erstmal runter. Grundel muss ich jetzt auch erstmal gucken. Da zum Beispiel ein Wurm. Nehmen wir ein allgemeines Futter. Made nehme ich auch raus. Halt den Vorfach auch weg. Die Großkopfmeeresche müssen wir sowieso schauen. Was denn darauf kommt. Geht. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Brot, nein, Brot war es auch nicht. Käsewürfel, nein. Irgendwas Kleines war das auf jeden Fall. So, wenn ich das noch ganz einigermaßen im Kopf habe. Ach nee, das waren die Seeköder, glaube ich. Da, die Großkopfmeeresche, dann nehmen wir den dazu. Da, zack. Und auch hier ziehen wir das mal wieder raus. Die Grundel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nie so großartig befischt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich so ein bisschen außen vor. Da haben wir noch einen Tittenfisch. Dann nehmen wir den, hauen den auch noch mit drauf. Und dann hoffen und beten wir mal, dass das Erfolg hat.
Ja, es müsste eigentlich jetzt so gerade die Zeit dafür sein, zumindest für die Trunteln. Na, siehst du. Darum sage ich, das geht schon die erste Route. So, mal gucken, was dann da so auf dem Wurm so drauf geht. Eine Grundel, eine kleine. Winziger Haken, Wurm, das ist einfach so, was nur irgendwie geht. Ich kann nicht mal mehr die Kaffeetasse hochheben, schon, oh, schon geht da was. Ne? Ihr seht auch selber, was unten im Chat so gefangen wird. Wurbler, Grundel, Rotfeder, Kaspi-Maifisch, Grundeln halt. So, was haben wir hier? Ein Meerzander, den will ich gar nicht haben. Der ist Müll. So kann man sich hier ganz einfach hinstellen. Einfach am Spawn hier direkt bei dem Boot. Und einfach Route rein und hoffen und beten, dass was kommt. Eine blaue Grundel nehmen wir doch gerne mit. Wir sollen 810 Gramm davon fangen. Das heißt also, die Fische sind nicht groß. Übrigens, ich habe ganz vergessen, Hallo zu sagen. Schlimm. Nee, das ist ja entgegen meiner sonstigen Verhaltensweise. Nee, das macht man ja nicht. Man sollte zumindest immer allen pH wünschen, also Petrial wünschen. Das gehört sich so. Ach, der Heino ist auch da. So. Die FTM-Jungs sind da. Der Ems-Bewohner ist da. Das siehst du. Alles Norddeutsche, alles, alle spielen echt mit Moin. Passt. Schon wieder ein Meerzander. Ja, ich glaube, die Großkopfmeeresche, die ich hier fangen möchte, ist eigentlich ein tagsüber zu fangen, weil es fängt ja keiner im Chat hier eine Großkopfmeeresche. Deswegen gehe ich davon aus, dass das wirklich ein tagsaktiver Fisch ist. Ne? Wir gehen mal ganz kurz hier in den Fischbesatz rein. Großkopfmeeresche habe ich hier schon gefangen. Mir fehlt eigentlich auf den Gewässer der europäische Wels. Der Ketalachs, der ist noch relativ neu, da weiß ich nicht, wo der ist. Der Glattstör habe ich auch noch keinen gefangen. Schwarzer Amur und Weißlachs. Nee, der Weißlachs ist relativ neu. Nee, also sonst so habe ich hier schon einiges gefangen. Logisch, ich bin Level 33. Das ist eigentlich das Gewässer, wo ich auch täglich hin müsste zum Angeln, ne, um weiterzukommen. Denn zwischen 30 und 37 ist quasi nichts, abgesehen vom Kaspischen Meer. So, eine Großkopfmeeresche, na siehst du, geht doch. Genau die will ich haben. Ich habe hier auch schon Trophäes gefangen an dieser Stelle, also die Stelle hier ist gar nicht mal so ganz schlecht. Zur Karte. Wir haben hier ein Flussdelta. Hier kann man dann die Süßwasserfische fangen, die also mehr im Süßwasser beheimatet sind, bis grob gesagt hier vom Spawn hier, das ist hier, hier ist ein Steg, ne? Wir sind hier gespawnt, wir sind eben kurz hier hingelaufen, so grob Richtung bis diese Ecke hier über diese Fels, über diese Inselspitzen hier, kann man sagen, alles was da ist im linken Bereich, das ist Süßwasser, alles was hier in dem tiefen blauen Bereich ist, ist Salzwasser. Ne? Also wir haben also beides hier. Und demzufolge muss man auch gucken, wo welcher Fisch ist. Beispielsweise, wenn ich hier Graskarpfen fangen möchte, die gibt es hier. Ja, Graskarpfen, muss man wissen, ist ein Süßwasserfisch. Den findet ihr also nicht im Salzwasser finden. Wohingegen ist dann, was weiß ich, die großen Fische, wie die Felsenzander, die Felsenbarsche. Felsenbarsch ist ein Salzwasserfisch, nach meinem Kenntnisstand. Jetzt rede ich wahrscheinlich gerade Blödsinn. Felsenbarsch habe ich, glaube ich, auch schon hier unten gefunden. Aber ist egal. Wenn ihr wisst, dass es ein Salzwasserfisch ist, ein Meeresfisch ist, dann werdet ihr den nicht hier in diesem Bereich finden, sondern ihr müsst dann halt schon gucken, wo ihr eventuell hier oben oder hier oder da unten eure Fische fangt. Ihr seht schon, die Karte ist groß. Das ist also keine kleine Karte. Wir haben hier einmal ein Fischerboot, ein schöner Kutter, relativ langsam, aber mit drei Rutenhaltern und einen schönen großen Eisschrank, wo man was einpacken kann. Wir haben hier hinten
auch noch ein Motorboot, auch drei Rutenhalter. Den benutze ich eigentlich, wenn ich darauf ausgehe, dass ich halt große, schnelle und kampfstarke Fische fangen möchte. Dann nehme ich dieses meistens. Wenn ich was Langsameres haben möchte, was auch ein bisschen größer sein könnte, dann gehe ich meistens auf den Kutter. Ganz hinten, da hinten irgendwo in der Ecke, ihr seht es im Hintergrund, sind so ein paar Stege, die da rausragen. Da gibt es auch noch die kleinen Motorboote, die ohne Rutenhalter sind. Ne? Also man hat hier durchaus was zu bewegen. Da hinten, ihr seht es, ein Schiff. Dieses Schiff ist kein NPC-Schiff. Das, mein Lieben, ist das da. Ne? Das ist dieser Ankerplatz hier, das ist eine Verkaufsplattform. Das heißt also, wenn ich also da hinten in der Ecke sowieso am Angeln bin, mit dem Boot dahin fahre, dann kann ich dort zu dem Schiff hinfahren und dort meine Sachen verkaufen. Das ist also so ein Fischfangkutter oder so eine Fischfangfabrik oder wie man das auch gerne ausdrücken möchte. Also man kann da hinfahren. Ihr seht es aber auch, das Ding ist ganz schön weit weg. Allein um dahin zu kommen, braucht man mit dem Kutter locker 10 Minuten, mit einem Schnellboot etwas weniger. Was gibt es denn hier so Großartiges? Das habt ihr ja gerade schon mal ganz kurz gesehen. Wir machen es jetzt noch ein bisschen vernünftiger. Wolga. Ja, oder wir machen es nicht vernünftiger, denn die nächste Route bibbelt. Ne, also für die ganz kleinen Fische hier, so wie Grundel, wie gesagt, Großkopfmeeresche. Meeresche kann unter Umständen ja auch dran gehen. Ist aber eher selten. Also hier sind die Großkopfmeeresche, 14 Kilo. Wie gesagt, ich habe hier auch schon Trophäen gefangen. Also hier kann man was machen. Also hier die Ecke ist, wie gesagt, direkt am Spawn. Hier kann man sich gut hier hinsetzen. Meeresche ab 376 Gramm. Die Meeresche, seht ihr hier in der Mitte, Raubfisch, Speisefisch, Meer. Das heißt also Klartext, die Meeresche fange ich nicht hier. Kann ich hier unter Umständen fangen, genauso wie die Großkopfmeeresche. Aber wie gesagt, die werde ich halt nicht hier in die Flussdelta kriegen, sondern eher noch so in diesen Bereich rein. Ja, Grundel will nicht so richtig. Wollte ich gerade sagen, die Grundel will nicht so richtig. Ich habe das natürlich auch das so gemacht, dass ich halt, na, guck mal, 0 EP gibt das. Mhm. Beziehungsweise plus 126, weil ich halt eine vernünftige Pickup-Route benutze, gibt es gerade mal einen Punkt. Oh. Einen einzigen EP. Das heißt also, das ist also ein bisschen merkwürdig, aber egal. So, was können wir denn eigentlich mit den Grundeln machen? Wir können hier Köder herstellen. Und zwar machen wir daraus Seeköder. Seeköder wiederum ist sinnvoll, wenn man einen Raubfisch im Meer angeln möchte. Na, Seeköder ist jetzt ein bisschen missverständlich, ist eigentlich ein Meerköder. Oder für die See. Ja, nicht den See, sondern die See. Das ist also ein Köderfisch für Raubfische, die im Meer schwimmen. Ja, deswegen werden die Grundeln hier eigentlich auch relativ häufig gefangen. Damit man halt dann einen Köderfisch hat, wenn man auf Raubfische im offenen Meer gegenköchen möchte. Oh, guck mal, der Jo hat einen Schrimp gefangen. Okay, die gibt es ja auch. Interessant. Ach, eine Rotfeder. Juchi. Da freut mich jetzt, das total eine Rotfeder gefangen zu haben. Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht die Nase hochziehen. Es tut mir leid. Jede Wette, dass da wieder mehr Zander dran ist. Würde ich fast mal behaupten, wenn der so ausschlägt, das ist definitiv keine Großkopfmeeresche und auch keine Meeresche und keine Grundel. Das wird dann wahrscheinlich wieder so ein Meerzander sein. So sieht es aus. Hm? Ein Meerzander. Super. So, jetzt werde ich nochmal den Köder mal auswechseln. Wenn der Wattwurm da so sehr auf den Meerzander anspricht, dann nehmen wir doch mal den Seeringelwurm. Und hauen den mal raus, in der Hoffnung, dass da vielleicht nicht so sehr der Meerzander drauf geht, den ich gar nicht haben möchte. Vor allem nicht in dieser geringen Größe. Sondern, dass ich halt mal gucke, dass da etwas anderes drauf geht. Eine Grundel. Noch eine.
Ja, wir müssen 810 Gramm fangen. Das ist immer so ein Indikator, wie groß die Fische werden, je nach der von der Menge her, wo man sagt, okay, die Menge muss man haben. Ne? Großkopfmeeresche muss ich 14 Kilo haben. Das heißt, die können locker mal 2-3 Kilo werden, die ganz großen zumindest. Meine Grunde, die nur 800, wo 810 Gramm gefangen werden sollen, oder das tägliche Aufgabe, heißt das im Klartext, wenn es 100 Gramm sind, ist es schon viel. Das ist also keine Grunde, die ich jetzt habe. Oh. Da ist was Größeres dran. Das ist nicht gut. Der geht aber ganz gut in die Bremse. Kann ich vielleicht noch ein Stück setzen, aber nicht viel. Vielleicht noch eine Stufe. Viel mehr kann ich da schon fast nicht machen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man mit einer Picke angelt. Wenn man Pech hat, ist da was Großes dran. Und der spult mir die Leine hier so dermaßen weg. Mal rankriegen, ich weiß es nicht. So, nun muss ich gleich das Boot nehmen. Es fällt mir zwar ein bisschen, aber bevor mir der stiften geht, weil das ist jetzt keiner von den Fischen, wo ich jetzt sage, die will ich haben, die muss ich haben. Nö, das ist es nicht. Nee, also dafür ist der zu groß, zu stark. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich jetzt da dran habe. Weiß jetzt nicht, was jetzt hier großartiger Wurm hier in der Ecke beißt. Also das ist definitiv, also wenn es eine Großkopfmeersche ist, ist es nicht. Die beißt nicht auf hier Dingens. Meerzander möglich, weil ich nicht weiß, was da jetzt, worauf der Meerzander jetzt gerade beißt. Rotfeder dürfte es nicht sein. Dafür ist die Belastung schon zu stark. Das ist eine 5 Kilo Rute und eine 5 Kilo Leine, wenn ich mir das alles täuscht. Keine Ahnung, was hier drauf ist. Ja, das werden wir sehen, aber der scheint so ein bisschen aufzugeben, der Bursche. Aber leider Gottes, wie gesagt, ist es nicht das, was ich gerne hätte. Eigentlich sollte ja hier nur eine Grundel auf dem Wurm drauf gehen, aber Caspi-Maifisch ist es definitiv nicht, weil der ist nicht so groß. Ein Hering dürfte es nicht sein, weil der eigentlich nicht, sagen wir mal, sonderlich kämpft, der Fisch hier. Er ist zwar massiv, ja, weil die von der Belastung her, aber großartig, naja, ausschlagen tut er nicht. Also wenn es jetzt ein Hecht wäre oder ein Zander wäre, dann kann ich auch sagen, okay, ist in Ordnung. Der ist so ein bisschen aktiver. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass der sonderlich aktiv ist. Aber so wie es aussieht, kriegen wir den jetzt ran. Dann brauchen wir das Boot dann doch nicht. Also ein bisschen Ausdauer muss man schon haben hier. Also ich tippe mal drauf, dass das wahrscheinlich wieder Meerzander ist, aber so richtig weiß ich es auch nicht. Zum Glück sind die anderen beiden Routen still. Ich hoffe mal, die bleiben auch still, sodass ich mich dann also auf diesen Fisch hier konzentrieren kann. Ja. Ist nur schade, dass es halt eine Nachtaufnahme ist. Aber so ist das normal. So, was haben wir denn da für ein Bröckchen?
Was bist denn du? Das ist ein Meerzander. Das ist doch ein Meerzander. Würde ich mal sagen. Das sieht mir aus wie ein Meerzander. Ne, es ist ein normaler Zander. Okay, gut. 5 Kilo Zander. So, da habt ihr mal Zander. Ist eh schon selten auf meinem Kanal, weil ich die so selten fange, aber... Gut, okay. Aber Zander. Und eine Grünalge kam auch noch mit dazu, wie ich gerade gesehen habe. Ich muss mal gucken, ob wir mit der Pimpelherstellung wir schon wieder was machen können. Tatsächlich. Wir können mal wieder Algen herstellen. Da, jetzt haben wir 90 Stück Algen noch dazu gekriegt. Wo haben wir denn hier? Nicht PVA-Material, bisschen Zange, Angelköder. Ne, da haben wir jetzt auch hier 108 Algen. 108 Algen. 108 Algen. Boah. Mann, Gregor, was ist denn dort los mit dir? Du hast nichts zu trinken. Daran liegt es. Daran, wenn der Gregor nichts zu trinken hat, dann redet der dummes Zeug. Letzten Rest von Kaffee raus und Cola rein. So, ihr merkt es auch, das ist heute mal eine ungeschnittene Ausgabe. Also wo ich nicht cutte oder so ein Zeug. Denn logischerweise gibt es hier genug zu erzählen. Es ist ein schönes Gewässer. Es gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen auch, weil es diesen Kontrast hier gibt. Wie gesagt, die Süßwasserfische kann man hier fangen. Die Salzwasserfische hier schön im großen, offenen Bereich. Hier sind einige tiefe Stellen, so 15 Meter. Die schwarzen haben wir eben 19 Meter, also die dunklen blauen hier 19 Meter. Tiefer wird es eigentlich fast nur noch in Norwegen. So, wollen wir mal gucken, was das da so ist. Also 19 Meter, das sind schon relativ tiefe Stellen. Also in Norwegen selber ist 90 Meter, nicht 90, sondern 90. Dann schon die tiefste Stelle. So, wir haben einen Wobbler. Toll, Breedbait. Übrigens, falls es dem einen oder anderen aufgefallen ist, ich habe da oben einen Kompass. Ne? Falls ihr nicht wissen solltet, wie man den aktiviert, das ist eine ganz einfache Geschichte. Escape drücken. Dann geht ihr aufs Spiel. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Kompass anzeigen. Ne? Einfach einen Haken rein. Und dann ist der Kompass hier. Das hat folgenden Vorteil. Erstens einmal, wenn ihr... von einem mit einem anderen jetzt zusammen angelt und sagt, ja, der fragt euch jetzt, wo hast du den Wobbler gefangen? Dann kannst du sagen, okay, mach einen Kompass an Richtung Südost. Wenn du natürlich sagst, ich bestehe bei 149 zu 263, da hinten siehst du eine kleine Insel, daneben siehst du eine größere Insel, dazwischen habe ich reingehauen. Wenn du Pech hast, ist auf der anderen Seite auch eine Insel und der guckt sich dann an und sagt, ja, alles klar. Haut das in die verkehrte Richtung, weil er nicht weiß, dass das Südost gemeint ist, sondern er stellt sich hin und sagt, ich habe hier Hochhäuser, aber keine Insel. Also, Kompass ist insofern gesehen ganz gut. Die nächste Sache ist, wenn ich jetzt hier einen Punkt auf die Karte draus setze, da seht ihr es, habt ihr es gerade oben schon gesehen, es taucht hier 404 Meter auf. Das heißt also, dieser Punkt hier, wenn ich den dann jetzt schön in die Mitte reinsetze, ihr seht auch da ganz leicht, das ist schwer zu sehen, selbst im Spiel, da ist ein roter Balken in der Mitte, ne, wo die Mitte quasi der Kompassanzeige ist. Das heißt also, Klartext, wenn ich die Mitte, diesen sehr schwach zu sehenden roten Balken hier auf den Punkt setze, dann kann ich navigieren, dann kann ich also auch mit dem Boot auch dahin fahren und sagen, okay, da möchte ich hin. Ja? Das wäre eine andere Möglichkeit. Zum anderen, der Spawn ist immer sichtbar. Ja. Heißt also, wenn ich dann irgendwo auf dem roten Meer bin, und sage, ja, was weiß ich, Auswurf Richtung Spawn, dann drehe ich den Kompass nur so und sage, okay, alles klar, da ist das Spawn, in die Richtung muss ich auswerfen. Also, der Kompass ist eine praktische Geschichte, sollte man sich durchaus überlegen, ob man das Ganze eventuell mitnimmt. Also ich finde es gut, deswegen habe ich bei mir auch so angelassen, weil es halt praktischer ist. Ja, was gibt es denn sonst noch so? Eigentlich wollte ich den Fisch bis jetzt nochmal durchgehen hier. Ich habe übrigens hier schon mal einen Rekord gefangen.
muss ich auch dazu sagen, ich baue das hier gleich noch mit ein. Der Rekord hat aber nur einen Tag bestanden. Das ist ein Lokalrekord gewesen. Nächsten Tag wurde der schon übertroffen. Das heißt also, der ist nicht mehr gültig. Ich gucke mal ganz kurz. Der Fombi hat den immer noch. Der gute Fombi hat den nämlich hier übertroffen. Das war nämlich ein Giebel, 2,4 oder 2,5 Kilo. Das war auf Brot, nicht auf Teig. Und Fombi hat den leider Gottes am nächsten Tag übertroffen. Ich habe es aber trotzdem auf Video. Ihr könnt es dann also nachher noch sehen. Grundel sieht man hier. Oh, Blutwurm. Alles klar. Dann sollte ich vielleicht mal den Wurm wegpacken und dafür mal einen Blutwurm draufpacken. Könnte vielleicht was bringen. Logischerweise muss man auch dazu sagen, ich habe es ja auch schon mal verkehrt angesetzt. Normalerweise, wenn ich sage, ich möchte Daily haben oder ich angle Daily, dann richte ich alle drei Routen erstmal darauf aus. Ich habe es jetzt ja so gemacht, dass ich eine auf die Grundel, eine auf die Meeresche und eine auf die Großkopfmeeresche ausgerichtet habe, was da totaler Schwachsinn ist. Man geht natürlich mit allen drei Routen auf eine Aufgabe los und wenn man die erledigt hat, nimmt man die andere. Haben wir jetzt hier nicht gemacht. Also beim nächsten Mal, wenn ihr hier seid, seht bitte zu, dass ihr das vernünftig macht. So. Die Grundeln, die ich hier gefangen habe, die Ende haue ich jetzt als Seeköder raus. So, und dann sind die jetzt bei mir als Seeköder auch hier mit drin. 102 Stück habe ich mittlerweile schon gefangen. Also diese Seeköder sind wirklich so für Hakengröße 2 bis 4, also mittel bis groß. Ne? Die normalen Köderfische 1 bis 3. Das ist Süßwasserfutter, beziehungsweise Köderfisch, und das ist ein Salzwasserköderfisch. So, mal gucken, ob der Blutwurm was Besseres bringt. Das sieht mir doch nach einer Grundel aus, ja, aber nicht viel größer als die mit dem normalen Wurm. Na egal. Gut, aber jetzt habt ihr schon mal den ersten Eindruck hier vom Kaspischen Meer bekommen. Wir werden hier mit Sicherheit noch mal öfters angeln. Wie gesagt, mir gefällt das Gewässer, gerade weil es halt eine große Auswahl an Fischen hat. Ne? Sowohl kleine wie die Zope, wie der Giebel. Meerzander kann bis 10 Kilo schon mal bringen. Europäischer Wels, rede ich jetzt nicht von. Schärk bis 40 Kilo. Der größte, den ich gefangen habe, war 30 Kilo. Da habe ich auch eine halbe Stunde dran gesessen. Der wollte absolut nicht ins Boot. Sterlet gibt es hier. Schrimps gibt es hier. Habe ich auch schon mal welche gefangen. Weiß gar nicht mehr wann. Güster, Graskarpfen, also die gute Mischung aus Salzwasserfischen und Süßwasserfischen. Russischer Stör, 13 Kilo. Schwarze Abu, keine Ahnung. Persischer Stör habe ich ein einziger gefangen, auch 20 Kilo gefangen. Und ein Weißlachs, keine Ahnung, wo die zu finden sind. Irgendwann, Beluga Stör habe ich schon mal gehabt. Wann habe ich den denn gehabt? Beluga Stör mit 9 Kilo. Mhm. Maximalgewicht 60 Kilo. Nee, das ist also schon ein Brocken. Das bedeutet für euch, wenn ihr Kaspischen Meer seid, ihr solltet auf jeden Fall höheres Equipment haben. Also mit der 18er Route hier aufzutauchen, das wäre schwachsinnig. Ja, bei mir ist es halt so, ich habe hier halt die Pika Gold mir geholt. Das ist das, die man im VIP-Stop bekommt, bei den Kids. Ja, die B-Picker kostet 5 Euro, 5 Dollar, Euro ist es ein bisschen weniger. Die habe ich mir halt geholt, da habe ich halt mal ein bisschen echt Geld in die Hand genommen für Euros und habe mir das Ganze dann geholt. Solltet ihr das auch machen, das ist allein eure Entscheidung. Ihr müsst das wissen. Ja. Ich habe den Kauf nicht bereut, ich finde den Dinger klasse, ich war da sehr gerne mit. Es ist aber wie gesagt eure Entscheidung. Wenn ihr sagt, ihr wollt kein echtes Geld dafür ausgeben, dann gebt ihr halt kein echtes Geld dafür aus. Ihr kriegt ähnliche Produkte hier im Ingame-Shop. Oh, eine Meeresche. Es gibt ähnliche Produkte hier im Ingame-Shop, die mit Credits zu erwerben sind. Dauert halt länger, logischerweise. Geben auch nicht so ganz so viele extra EP. Logischerweise, wenn man sich echt mit Echtgeld so solche Routen kauft, dann erwartet man auch ein ganz klein bisschen mehr als mit den normalen. Ist auch nicht verwerflich, ist auch verständlich, nach meinem Dafürhalten. Und, oh ja, jetzt geht's langsam los hier, typisch.
Ich habe mir ja so entschieden, dafür Echtgeld auszugeben. Ich werde es wahrscheinlich mit den Matchrouten auch noch machen. Die Grundrouten habe ich ja schon auch für Echtgeld ausgegeben. Ist, wie gesagt, meine persönliche Entscheidung. Ihr müsst das für euch selber wissen. Ich werde euch dazu weder dazu raten, noch dazu abraten. Also die B-Cast habe ich mir geholt. Ich habe die, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, die Salamo Gold habe ich noch dazu geholt. Das sind die großen 42 Kilo Routen, die man auch schon so langsam hier und auch in Norwegen braucht. Wie gesagt, es gibt auch welche, die man in-game kaufen kann. In-game Shop mit Credits. Die geht es dann aber auch schon in den Bereich rein, wo man schon sagen muss, da, mein lieber Grigul, hast du nicht genug Geld für. Ja, ist ja gut. Also ich muss immer mal mir wirklich überlegen, diese Rollen, also diese Klingeln hier auszutauschen. Die sind mir ein bisschen zu laut. Ja. So, was haben wir hier? Wieder eine Meeresche. Meeresche müssen über 376 Gramm sein. Die 400 Gramm ist also völlig in Ordnung. Seeringelwurm. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Grundel, wieder 14 Gramm. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Das heißt also, diese Grundgeschichte, das wird eine langwierige Aufgabe sein. Die Großkopfmeeresche, ich vermute mal, dass das ein Tagfisch ist. Ihr merkt es schon, ich komme nicht großartig aber dazu, immer was anderes zu machen, als hier Routen auszuwerfen und einzuholen. Weil hier kommt ständig was. So. Aber jetzt werde ich das so machen, dass ich hier die Aufnahme jetzt erstmal beende. Ich hau dann gleich noch den kleinen Trophy-Giebel mit dazu. Mit dem Rekord, der wie gesagt nur einen Tag lang bestanden hat. Schade drum, aber er war da. Und ja, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, bleibt gesund. Allzeit Petri heil. Und dann bis nächste Woche Mittwoch. Vielleicht wieder von hier, vielleicht von woanders. Werden wir mal schauen. Ich wünsche euch was. Haut rein. So, hier jetzt nun, wie versprochen, der Clip mit der Trophy, mit dem Giebel hier im Iran. Ich muss das Ganze leider Gottes auf stumm schalten, weil ich hier im Hintergrund gerade eine japanische Anime-Serie geguckt habe. Und ich möchte halt keine Copyright-Probleme kriegen, kein Strike bekommen oder so ein Zeug. Nur weil da im Hintergrund eine Melodie erkennbar ist, die mit Sicherheit Copyright geschützt ist. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier gemutet. Wir sind also im Iran, wir sind im Süßwasserteil. Das habt ihr euch, habe ich euch in der Karte ja schon gezeigt. Und zwar relativ weit im Süden. Und hier kommt dann jetzt gleich dann eben die Trophy-Giebel raus. Und ihr seht unten links, ganz schwach, sie haben einen lokalen Rekord gebrochen. Das war eine für einen Tag eine Rekord-Trophy. Auch das gelingt mir ab und zu mal. Seltenster Fall, aber wie gesagt, das war definitiv ein Rekordfisch. Ja, meine Lieben, also ihr habt es gerade gesehen, ja. In der kleinen kurzen Aufnahme, mir ist doch tatsächlich ein Lokalrekord gelungen. Das ist auch das allererste Mal, dass mir das wirklich gelingt. Ihr seht es jetzt hier im Iran derzeit mit 2,497 Gramm, 2 Kilo 497 Gramm. Der Grigul hat doch tatsächlich mit dem Giebel einen lokalen Rekord gemacht. Die weltweiten Rekorde sind ein bisschen höher. Die weltweiten sind dann für alle Fische gedacht, auf allen Gewässern. Und für den Giebel, wo haben wir ihn denn jetzt hier? Da, 2 Kilo 676 Gramm, also knapp 200 Gramm mehr mit Perlgraupen im Fluss Pra in Russland. Also der Weltbrettrekord, da fehlt noch ein bisschen was. Da hat der Seregra P64 Russ, den Rekord gemacht. Aber zumindest habe ich, meine Wenigkeit, den lokalen Rekord in Iran mit Giebel auf Brot. Unbelievable. Unglaublich. Ach du Scheinkleister. Na denn.